Hier ist die Hölle los auf der Boot 2023. Heute ist Mittwoch, glaube ich, oder? Bitte? Heute ist Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar 2023. Die Tage verschwimmen geradezu. Da oben spielt eine Band auf einer Luxusjacht, wie es drauf ist. Aber die machen das richtig cool. Und selbst die eigenen Mitarbeiter filmen das. Aber jetzt geht es um eine etwas kleinere Yacht, ja. Sozusagen ein kleines Boot schon fast. Aber für viele ist das die absolute Traumerfüllung am Stand von Princess. Gesehen haben wir hier alles, oder? Von bis. Genau. Und das ist die kleinste Nummer. Da ist, glaube ich, die größte. Ich bin gespannt, was sich hinter dem kleinen Schiffchen da verbirgt. Ja, wir machen jede Menge Roomtours. Das Coole ist, man kann wirklich um die Boote herum. Jetzt ist schon Nachmittag hier. Ich gucke mal auf die Uhr. Es ist gleich 5 Uhr. Die Princess V40. Length overall, also nur 13 Meter. Bin ich mal sehr gespannt. Ein Beam von nur knapp unter 4 Metern. Mhm. Und sie ist gedacht für 4 Gäste und sie ist sehr schnell. Fast 70 km/h. Also dann brauchen wir allerdings, haben wir schon gelernt, ein bisschen mehr Sprit. Das ist die andere Seite, die wir hier sehen und ist natürlich ein Traum für ganz, ganz viele, die ein kleineres Boot haben möchten, aber vielleicht auch nicht so ganz das große Geld für das vielleicht 8 Millionen Schiff da drüben oder das 4 Millionen Schiff gegenüber. Ich habe jetzt den Preis erfragt, wie es da oben steht, die Weltneuheit, die S72, 4 Millionen. Dann kostet das vielleicht nur 2, hä? Gucken mal, also der Aufwand, so ein Schiff zu bauen, ist natürlich immer der gleiche. Du hast immer den gleichen Aufwand letztendlich, aber plus minus hast du hier eine wirklich große Auswahl, also an Booten. Wir schauen mal ganz kurz drauf, hier vorne ist es, so sieht es von oben aus. Du hast quasi einen sehr, sehr offenen Blick direkt hinein und das Badedeck hier vorne ist alles ein bisschen kleiner, oder? Ein bisschen, ja. Aber ich denke mal, trotzdem kann man da gut drin wohnen. Principal Dimensions V40, Length overall, wir haben es eben schon mal gesagt, 13 Meter hier in dem Fall. Und Fuel Capacity, ganz, ganz wichtig, 730 Liter, du kannst hiermit richtig gleiten und deswegen bist du auch so schnell hier drin. Und sie erschließt sich quasi sehr einfach, also du musst auch gar nicht groß klettern, du musst keine Treppen hochgehen, du bist schon quasi direkt im Wohnzimmer drin. Genau, es ist auf den ersten Blick überschaubar, ne? Es ist so wie die Schiffe, die ich zum Beispiel von Linsen gefilmt habe, also diese Stahljachten, die teilweise nur auf Binnengewässern fahren, sodass du also hier im Prinzip einen offenen Lebe- und Wohnraum drin hast. Es ist so laut hier drin, ich muss ja die ganze Zeit gegen die Leute hier ein bisschen ankämpfen. Du hast einen offenen Wohnraum hier drin, komm mal kurz rein. Soll ich das mal zeigen? Und kannst also hier in beide Richtungen quasi sitzen und dann hier vorne diesen Tisch ausklappen, kannst frühstücken. Guten Morgen, Sandra. Könnte jetzt hier in Düsseldorf ein bisschen kalt sein im Winter, oder? Ja, leider. Also Sonne, Strand und Meer wäre eindeutig schöner. So, dann geht's weiter. Hier an der Seite hast du wahrscheinlich wieder deinen Grill. Das bin ich aber nicht ganz sicher, ob man den hochklappen kann. Kann man. Also hier ist der Canyon Grill drin. Hier wahrscheinlich wieder, ja, Kühlschrank für Getränke von Dometic. Schon ein bisschen leiser jetzt. Da ist eine Gasdruckfeder mit dabei, dass auch ja nichts passiert. Dann hast du ein tiefgezogenes Edelstahlwaschbecken. Da ist schon mal ein kleiner, das haben wir schon ganz oft gesehen, da ist ein Spiegel mit dabei, damit du das Grillgut von allen Seiten betrachten kannst und gleichzeitig einen Spritzschutz hast. Also es ist Edelstahl hochpoliert, denke ich mal, hier drunter. Dann noch Mülleimer und ein bisschen Staufach mit dabei. Hier siehst du, Blick nochmal von der Seite drauf. Ich muss immer so, wenn es so laut ist und die Band spielen, das finden die Leute natürlich so sensationell, aber das lenkt schon ein bisschen vom Geschehen ab, ja. Natürlich, ja. Ja, kleines Bötchen. Das würde jetzt auf der Saar, glaube ich, schon ein bisschen Aufsehen machen, oder? Wenn du hier kommst mit einer neuen Princess, die da ist. Also damit könntest du schon locker auf die Saar. Ich finde, hier kommt auch eher so der Bootcharakter raus als bei den anderen. Bei den anderen hast du eher so eine Wohnung oder ein Haus und hier schon einen Tacken mehr Boot. Aber ich sehe schon, da unten geht es weiter. Da ist dann der Wohnbereich. Helle Hölzer, kann ich euch versprechen, wie es da ist. Und da ist gegenüber dem Steuerstand nochmal ein ganz kleines Sofa-Element hier mit drin. Da habe ich mich jetzt gerade mal draufgelegt. Und hier kannst du dich denn lang machen. Ihr könnt mich leider nicht sehen. Also ich müsste mal fast ein Selfie machen. Aber wenn du dich gleich mal genauso hinlegst, dass man hier mal sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Hier ist der Steuerstand. Alles ein bisschen reduziert. Aber du hast auch hier zwei Motoren mit ganz viel Leistung. Das ist übrigens gedacht zum Stehen. Das heißt, wenn du stehst,
kannst es hochklappen. Und zeig mal gerade, dann kann man nämlich hier praktisch so halb stehen, so wie bei McDonald's, wenn du wartest auf die Bestellung. Was, ob die kennst? Kannst du den Wind um die Ohren lüften lassen. So, dann ist man hier quasi dran und kann sich ein bisschen abstützen, kannst steuern und hast also hier Zugriff auf dein Raymarine GPS, das Navigationssystem. Auf Wunsch natürlich auch mit Autopilot hier mit drin. Volvo Penta Maschine, das Ganze zweimal ist mit eingebaut. Und ganz wichtig natürlich auch das Windshield, weil wenn du hier mit 70 km/h fährst, dann willst du natürlich auch nicht den ganzen Fahrtwind und das Wasser ins Gesicht reinbekommen. Und deswegen kannst du hier dieses Cabrio-Verdeck, was oben drauf ist, hier ist ja jetzt komplett offen, auch ganz einfach schließen. Da ist ein Joystick. Genau, hier haben wir wieder einen Joystick. So, beschreib mal, was kann man alles machen damit? Das Boot seitwärts bewegen, man kann ihn drehen, dann dreht es sich um die eigene Achse drum. Alles wird synchronisiert. So, und das heißt, du musst also hier nicht dann unbedingt bei den Bugstrahlrudern und Heckstrahlrudern alles einzeln bedienen, sondern kannst es über einen Joystick machen. Komm, wir tauschen mal. Du gehst mal auf die linke Seite drauf. Dann sieht man es eigentlich schon, wie ich eben gelegen habe. Das ist so die Liegewiese, die du jetzt hier drin hast. Und das ist Sandra in der Liegewiese drin. So, wir blicken noch mal ganz kurz zurück. Das hier ist der Raum, wo ich dann hier sitzen kann. Lautsprecher sind hier mit eingebaut. Das ist dieses Cabrio-Verdeck, was wir zeigen. Blick nach oben auf das Dach des Bootes. Und wir gehen runter. Bitte mal vorgehen. Die Kabine, alles ein bisschen kleiner. Aber mit hellem Holz, das erweitert natürlich auch die Räume massiv, dass du auch mehr Platz hast hier in so einem Boot. Und auch hier, die Höhe ist aber auch gut, ne? Ist gut, du bist 1,75 Meter, also hier hast du über 2 Meter Stehhöhe hier drin. Die Küche ist schön gemütlich. Oh, guck mal, hier ist noch Sicherungskasten. Bisschen Technik, aber auch die Ausführung, guck mal hier, die Beschriftung, alles hier ausgelasert vom Feinsten hier. Das sind Sicherungskasten und Schalter in einem. Mhm. Das ist Standard hier in dem Bereich. Bitte nochmal öffnen. Hier kann man übrigens den Generator starten, aufheizen und so weiter. Da noch ein bisschen Technik mit drin, Ablagefächer, das Ganze mit Gasdruckfedern, ein Dometic-Kühlschrank mit drin, den kenne ich so oder so ähnlich, aber auch in Wohnmobilen. Alles hier ein bisschen kleiner, eine kleine Samsung-Mikrowelle auf der linken Seite von dir. Mhm. Kleines Induktionskochfeld, also eine kleine Küche hier mit drin, aber alles drin, was du brauchst, um glücklich zu sein. So, das ist ja der Bereich, wenn es kälter ist, kannst du dich hierhin zurückziehen, liebe Sandra. Und ich setze mich jetzt mal auf die Stufe drauf und zeig mal gerade, hier auf der rechten Seite ist Sandra in ihrer neuen Einbauküche. Auf der Princess, den Namen habe ich jetzt gerade verlegt, aber das werden wir gleich mal zeigen. Und hier linke Seite, da hast du dann deine Sitzgruppe, wie im Luxus-Wohnmobil. Also hier könntest du auch in einem großen Morelo drin sein. Platzmäßig gibt es hier nicht viel Unterschiede. Genau, ich habe auch eher den Eindruck, dass es so ein bisschen Wohnmobil-like rüberkommt, ne? Du, aber Luxus-Wohnmobil. Also hier wirklich von den Platzgrößen, hier bin ich auch wirklich jetzt zu Hause, muss ich sagen. Denn viel, viel größer, aber das Schlimme ist ja, wenn du dich einmal an die großen Maße gewöhnt hast, ja, du willst ja nicht mehr zurück. Genau. Also, wenn du schon mal die Größe gehabt hast, dann willst du nicht mehr. Aber ich glaube, jedes Schiff hat auch ein bisschen so seinen Einsatzpunkt. Also hier kannst du wahrscheinlich auch kleine Reisen machen. Du hast gesehen, der Tank ist nicht so groß, der Spritverbrauch wahrscheinlich auch nicht so groß, wenn du nicht so schnell bist. Also eine etwas andere Anwendung. Hier könnte ein Fernseher sein auf der Stelle. Aber du merkst, es dominiert alles nicht so. Fernseher, Entertainment hier, die Leute sind ja viel auf dem Wasser unterwegs, haben viel Freiheit. Vielleicht brauchen wir gar keinen Fernseher hier. So, Sitzgruppe hier, also linke Seite bis rechte Seite. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz. Dann hier nochmal eine Kabine, schau mal. Und da hast du eine Besonderheit, hier hast du nochmal einen zweiten Raum, wo man sich zurückziehen kann mit einem Sofa. Ah ja, Moment, ich geh mal rein. So, eine zweite Kabine, also für wirklich nochmal zwei Personen, die hier sind. Warte, ich komme. Also es ist alles ein Tacken enger, ne? Also da, da ist das Sofa, hier kommt man rein, hier hat man ein großes Fenster mit drin. Kann man rausgucken und... Kann ich mich nicht richtig hinsetzen? Aber ehrlich, du sollst ja auch da schlafen und nicht da liegen. Also man legt sich da quasi rein. Die eine Seite ist ein bisschen größer, aber es hat was, oder? Auf jeden Fall. Wenn du hier jetzt liegst in Kroatien mit deinem Göttergarten und... hast vielleicht den Rosé geöffnet und bist total happy da drin. Also ich kann mir vorstellen, das ist eine Traumerfüllung. Dann gehst du zu deinem Kleiderschrank, hier auf der Seite bitte, und öffnest diesen
und schmeiß dich in ein neues Ballkleid und gehst dann schnell von Kroatien, fährst du mal nach Monaco. Gut, es dauert ein bisschen, ist nicht gerade um die Ecke. Aber habt ihr gesehen, da ist ein großer Spiegel mit eingebaut. Das ist schön. Hier oben alles beledert. Wenn du mal gerade anfasst, guck mal hier, auch das Leder ist hier gezogen. Hier sieht man so ein kleines bisschen. Also richtig. Leder, aber nicht doch, hier ist es zusätzlich gepolstert, hier ist es hart. Ich glaube, das macht an der Stelle auch Sinn. Ja? Wenn du es einmal getroffen hast, dann weißt du es. Aber viel Platz hier drin. Also dann hast du hier eine schöne Sitzgruppe. Das finde ich toll. Du kannst dich auch hier reinsetzen. Kannst mal ein bisschen lümmeln hier in der Ecke. Mach mal die Beine hoch. So, das mal sehen. Wir haben ja Strümpfe an. Dann kann man sehen, also hier ist Sandra in ihrer neuen Lounge. In der neuen Lümmelecke. Lümmelecke. Mit auch hier überall wieder Gasdruckfedern eingebaut. Und einem kleinen Schränkchen hier auf der Seite. Mach mal bitte auf. Dass wir da mal das kurz zeigen können. Jawoll. So, dann guck mal hier. Das hier ist auch, das war das, was du eben hattest. Das ist so ein bisschen, fühlt sich weich an, sieht weich aus, ist aber hart und sehr reinigungsfähig und hat eine ganz geile Optik. Also richtig so silberglänzend. Also es sieht so ein bisschen ledermäßig aus oder fühlt sich so ledermäßig an, aber die Struktur ist nicht so ganz wie Leder. Es scheint so ein bisschen richtig schön. Dann die Tür, wir gehen hier raus und gehen dann in das gemeinsame Badezimmer rein. Denn hier hast du natürlich keine 5 Badezimmer. Sondern höchstwahrscheinlich eins von der Masterkabine. Da gehen wir gleich rein. Mach ruhig mal zu, die eine Tür. Mach mal ganz zu. So, und jetzt gehe ich quasi von hier aus in das Badezimmer rein. Also die Leute teilen sich hier ein relativ großes Bad für diese Bootgröße. Und auch eine Toilette muss man sich dann auch teilen. So ist es halt mal auf einem etwas kleineren Boot. Und hier hast du so hammermäßig so eine kleine Sitzbank, wo die Sandra, die ja nicht mehr so gut zu Fuß ist und sich ja im Sitzen duscht. Nee, Spaß beiseite. Aber hier, das ist vielleicht auch teilweise ganz praktisch, dass du dich auch mal hinsetzen kannst. Also, oder? Warte, ich kann dich gar nicht hören, weil die Tür ist so gut abgeschlossen. Die ist hier. Warte mal, jetzt sag mal was. Wenn Seegang ist und es dich einmal umhaut, dann fällst du nicht hin. So, mach mal auf. Dann film ich mal rein. Also, hier ist wirklich auch festgeschlossen. Eine Echtglastür hier mit drin, eine Festtanktoilette. Ja, bitte? Ist echt klasse? Ich denke ja, ist echt klasse. Also hier vorne. Dann auch hier eine Regendusche haben wir jetzt nicht in dem Fall. Wir haben ein kleines Waschbecken hier mit eingebaut, Hansgrohe Armaturen mit drin, ein Halter für die Zahnbürsten, ein Seifenspender. Ja, eher Wohnmobil, würde ich sagen. Aber im Wohnmobil hat man natürlich auch ganz viel Luxus. Mach mal bitte hier die Tür zu. Genau, können wir, aber, also man kann dann zur anderen Tür rein. Wir wollen ja ein bisschen so mal zeigen, jetzt geht's hier übrigens zur Raumerweiterung. Hat man noch einen Spiegel, aber der Spiegel ist getönt. Und dann ist man hier in dem ganz großen Raum der VIP-Lounge, der VIP-Cabin. Und merkst du auch wieder total leise. Mhm. Obwohl die Band draußen spielt, hört man fast nichts, ne? Die Tür noch geöffnet ist. Also genau. Das ist ja auch noch, wenn ich jetzt die Tür noch schließe. Ich mach das mal. Boah, krass, oder? Nix. Ein bisschen, aber... Da draußen ist ja die Hölle los, ja. Und hier drin. Aber ich glaube, genauso muss es doch sein, oder? Dass du dann deine Ruhe hast, dass du deinen Rückzugspunkt hast. Hier hast du dann deine Yacht. Ich gehe mal ein Stückchen raus, dann kann ich ein bisschen besser reinfilmen. Wenn du, ich zeige dich mal gerade, du sitzt ja jetzt hier drauf. Ich habe mich getraut. Ja, darfst ja. Stand ja kein Schild dran, deswegen machen wir das jetzt mal. Hier vorne sind noch 2 Schubladen, die können wir gleich mal zeigen. Und überall dieser super softe Teppich, der hier überall verlegt ist. Denn in den Yachten haben wir schon gelernt, mit Schuhen geht hier keiner rein. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dadurch, dass man hier direkt mit Socken reingeht, hat man auch direkt so ein Zuhausegefühl. Ne? Dieses warme Gefühl, wie zu Hause. Wo deine Katzen über die Katzenhaare... Naja, anderes Thema. So, hier Fenster mit drin, mit einer Notausstiegsluke. Mach mal bitte das Spiegelschränkchen auf. Und auch da haben wir beidseitig, ich guck mal rein, einseitig hier nochmal einen großen Kleiderschrank mit drin. Auch hier zweckmäßig und ausreichend. Und das ist die Tür dann zum Badezimmer. Blick jetzt hier von der Seite auf Dusche, Toilette und Waschtisch.
So, komm, let's go. Wir räumen, denn wir haben hier alles gezeigt. Ein tolles Wohnmobil. Den Preis kenne ich jetzt noch nicht, aber den werden wir gleich mal in Erfahrung bringen. Also das ist der Küchenbereich mit drin und boah, hier geht's. Wahnsinn, was hier los ist. Und da gehen wir jetzt mal rein, haben alles hier gezeigt. Ein kleines, aber feines Boot. But what is the price of this boat, Pedro? The price of this one here, where we are? This one, roughly 600.000 pounds, ex-Watt, ex-Shipyard. Also für rund 600.000 Pfund, etwa 700.000 Euro, kriegst du diesen Traum. Schnäppchen. Komm hier mit deutscher Flagge oben drauf. Thank you, Pedro. You are from Portugal? Ja. No. Thank you. Tschüss. Bitte? No, hat er gesagt. Tschüss. Dann vielen, vielen Dank. Abonniert German Television. Bis zum nächsten Mal. Ciao.